wie es mich ärgert, wie es mich aufregt. Na, komm, komm. Hopp. Hopp. Naja, fast. Geil, ich hab's geschafft. Woo! Awesome. Boing. 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 Ups. Na? Oh nö, ne? Ach komm schon. Ja, natürlich will ich fortfahren. Och nee. Auf ein neues. Wer hätte gedacht, dass es so die Kriegführenden war. Ohne Sinn und Zweck missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarbten die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Das war knapp. Ey! Das darf doch nicht wahr sein, Herr. Ah! Mist. Ach komm schon. Ach, jetzt klappt gar nichts mehr. Hey. Ah, vor lauter Hunger. Na? Würdest du bitte wieder groß werden, Alice? Hallo? Alice? Nochmal so und wieder so. Och nee, ne? Okay, ich merke schon, es war genug Zockerei für heute. Ich weiß nicht, ich werde irgendwie nicht mehr groß. Ich werde nicht mehr groß.
Okay. Das ist sehr gay. Dann muss ich schon wieder neu starten. Ja. Und ich muss natürlich wieder von vorne. Aber ich muss sagen, ich habe heute irgendwie wenig Lust dazu. Wir können nochmal kurz gucken, was wir brauchen für die Waffen. 800 für die Vorpalklinge. Für Steckepferd 775. Steckepferd ist günstiger wie die Vorpalklinge. Ist ja geil. Ja, und Teekanne 525. Okay. Erinnerungsmäßig. Ja, Kapitel 3 müsste ja eigentlich zu Ende sein, sobald wir die Raupe gefunden haben. Und dann geht's über in Kapitel 4. Gut. Achso, die Erinnerung, die wir vorhin gefunden haben. Die müsste doch hier sein. Kapitel 3. Wir behalten nur eine der Lampen, Alice. Nee. Als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben. Nee, das war sie nicht. Da ist sie doch. Feuer, Alice! Feuer! Rette dich! Nee. Hä? Welche habe ich denn vorhin aufgenommen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hm. Nein, ist jetzt auch egal. In diesem Sinne verabscheue ich mich heute mal wieder, ne? Und sage immer schön... Mach mal ein Abschlussbild, mach mal ein Abschlussbild. Immer schön zocken. Bis später und danke fürs Zuschauen. So, liebe Freunde der Spielewelt. Hier bin ich wieder. Und ich bin nicht alleine. Nein! Ich habe dieses Mal den Tingeltangel bei mir. Sag mal hallo. Servus, Leute. Na, jetzt geht's mal wieder los mit Alice. Und ich muss sagen, sie hat richtig hübsche Schuhe an. Ja, gell? Ja, so SM-like, ne? So, der Tingeltangel, der ist, ja, der will bei uns, bei Schweinepriester, auch als Let's Player jetzt anfangen und wollte ich das Ganze mal angucken. Wir kennen uns schon seit 3 Jahren. 3 Jahren? Mhm. 3 Jahren? Wir kennen uns, ja 3 Jahre. Die Ausbildungszeit, ne? Ja, genau. Du hast eigentlich genauso crazy wie ich. Vielleicht noch ein Tick crazy. Das meinst nur du. Ja, jetzt zeige ich dir mal Alice in Mario, Alter. Hast du das schon mal gesehen? Alice in Mario-Stil, ne? Nein. Guckst nicht meine Let's Plays, gell? Arschloch. Guckst lieber bei anderen, ne? Penner. Niemals. Nein. So, also... Ich zeig dir jetzt mal was, pass auf. Zauber, Mac. Ein Schlüssel. Wozu der wohl gut ist? Die Kriegführenden, ohne Sinn und Zweck, missbrauchten und töteten ihre friedfertigen Opfer, die sie dafür hassten, dass sie anders waren. Die Invasoren verdarben die heile Welt. Die Überfallenen konnten die gnadenlose Brutalität nicht verstehen. Trotzdem blieben sie und versuchten, ihre Unterdrücker zu beschwichtigen und ihre Vergangenheit zu retten. Die Eindringlinge griffen in Intervallen an, statt alle auf einmal zu töten. Die unglücklichen Überlebenden lebten in ständiger Furcht weiter. Gibt es ein schlimmeres Schicksal? Ja, gibt es ein schlimmeres Schicksal, Tingeltangel? Höchstwahrscheinlich, aber sterben werden wir eh alle, also von daher... Ja, eben. Töten. Töten oder getötet werden, mein Freund. Ach, das sind Zähne, damit kann ich, wenn ich die sammle, damit kann ich meine Waffen tunen, ja? Achso, ich dachte schon, da kriegst ein neues Gebiss dafür oder sowas. Nee. Obwohl, ein neues Gebiss wäre eigentlich auch nicht so... Nee, Waffen tunen. Mit Zähne. Mit Zähne. Ja, das ist Wunderland, man, hier ist alles irgendwie ein bisschen wunderlich. Wunderst du dich? Ah, jetzt muss ich mich konzentrieren. Also leicht verwundert bin ich ja schon, ja. Da, die Stelle, da bin ich so oft verreckt, ja, ich schwöre. Ich muss mal... Pam. Bam! Schön in die Anus geschossen. Ja, Mann. Das passiert mir ständig, gell? Hör schnell auf. Ach komm.
Cheater. Also, ich muss mal gucken, ob ich das hinkriege später mit dem Schneiden, ne? Weil wir benutzen gerade beide mein Mikrofon. Und ich habe den Ton auf den Boxen laufen und nicht wie gewohnt auf dem Headset. Ich muss mal gucken, wie ich das nachher irgendwie zusammenschneide. Falls es ein bisschen komisch klingt so, dann... Das ist alles Absicht, ihr wisst ja. Pam, pam, pam. Pam, jetzt. Pam. Ja! Sag mal, für wen ich bist du? Ich wollte dich nur sterben sehen. Bist du für die Wespen oder bist du für mich, wa? Das sind das Wespen. Das sind Samurai-Wespen. Also Bogenschützen jetzt, ne? Okay. Oh, jetzt ist es einfach. Iss mich nicht! Wuhu! So, guck mal, da bist du. Da bist du. Siehst du? Sehe ich mal verdammt sexy aus hier. Der Bart, Alter, der Bart. Alle, ja, hopp. Oh, jetzt kommt die Arschloch. Ah, ne, das ist noch nicht die Arschlochstelle. Alter. Was ist das? Ja, hier, pass mal auf. Ah! Nein! Wusste ich doch. Das ist voll der Vorführeffekt, Alter. Ne, pass auf. Achtung, jetzt machen wir mal richtig. Warte, da schießt. Duck dich. Ich kann so mich jetzt übrigens auch so klein machen. So geht das auch. Das ist Hui. Auch. Noch ein Zahn. Hui. Mach das klein. Yeah. Voll sneaky hier. Oh, jetzt muss ich mir aber. Bam. Natürlich. Wie bei Super Mario immer schön die Blöcke zerstören mit dem Kopf. Genauso sieht's aus. Mit dem Kopf. Die arme Alice, Mann. So, hier. Erstmal nicht so viele Jalapenos, würde ich sagen, ne? Jalapenos. Habaneros sind aber viel leckerer. Nee. Besser. Ja, das bin ich. Ah, erschieß mich nicht. Ah. Noch nicht hüpfen. Jetzt kann ich hüpfen. Guck mal, wie schön ich das mache hier. Ah! Guck, wie schön ich das mache. Ich glaube, hier bin ich. Bin ich hier die ganze Zeit gestorben? Ich weiß gar nicht. Das ist ein Haselnuss. Das ist ein Apfelmann. Du musst. Oder ein Pfirsich? Siehst du, ich weiß schon gar nicht mehr. Das ist auch so eine Haselnuss. Warte, das sehen wir jetzt gleich. Pfirsich, ha! Das ist auch so eine Haselnuss. Du musst in. Das ist so ein japanischer Stil, hat das gerade. Du musst irgendwie japanisch denken. Ha! Okay, das ist. Hast du gedacht, okay. Ich sehe dich nicht? Penner. Es gefällt mir so synchron, kannst du mein Cheerleader werden oder so. Das wär schon geil so. Sollen wir dann singen YMCA? Alles klar, ich bin schon ruhig. Ah nee, das ist die Arschlochstelle, pass auf, das ist so mies. Ich kann nur für eine kurze Zeit. Ne, ich muss da her. Ich kann nur für eine kurze Zeit kann ich so schweben, ja? Ja. Und dann hört's auf, abrupt. Ja. Jetzt guck dir die Stelle mal an, ja? Ja. Die nett. Warte. Ich meine die insgesamte Stelle. Ich muss erstmal wieder. Ah! Ich kann auch nur dreimal hüpfen. Okay. So weit bin ich noch mitgekommen, aber. Concentration. Das war zwei. Siehst du? So mies. Das ist so mies. Jetzt halte ich schon so halbe Springerstiefel an und verreck trotzdem am Bambus. Du bist der Bambus! Alter, verdammte! Verstehst? Ah! Das war schlecht. Ich hab schon einen Kommentar gekriegt auf YouTube. Gott sei Dank spielst du das Spiel auf leicht. So oft wie du verreckst. Ja, danke, na und? Ich hab nie behauptet, ich bin gut in dem, was ich mache. Siehst du? Genau wieso. Nicht alle Let's Players sind Bro-Gamers. Nein. Ah! Das war zu früh. Das ist so mies. Und dann habe ich es einmal geschafft gehabt, ja. Und dann habe ich mich klein gemacht, klein verwandelt, ja. Scheiße. Und dann hat sich das Spiel aufgehängt. Also Alice ist sowieso so ein bisschen mein Problemkind, ja. Das macht immer Probleme. Ich weiß nicht warum. Ich habe schon einen Gamer-PC, ja. Ach, leck mich doch am... Alter! Ich bin schon ruhig. Weißt du, beugt sich vor ans Mikrofon, guckt mich von der Seite an. Ich bin ja schon ruhig.